Und? Haben wir Potenzial? Ich denke, ihr seid würdig. Seht her und lernt. Seht her und lernt. Gut, haben wir noch irgendwas für Kampfreflexe? Erhält einen Bonus auf seine Initiative. Ja. Was ist das? Rüstungsgewöhnung 3. Und Schildkampf. Könnten wir beides lernen. Komm, er hat immer beides. Oh, und Initiative. Initiative, Komm, machen wir das auch. So, und für Takate. Was ist für Takate drin? Wuchtschlag, er hat hier... Schade, warum kann er keinen Klingensturm? Kann man hier nicht lernen. Das wäre schön. Zwei Gegner gleichzeitig. Schildkampf ist etwas, was er nicht braucht. Initiative können wir mit ihm gerne lernen. Rüstungsgewöhnung auch, denn das trägt er ja. Körperkraft hat er nicht genug. Ne, Grundwerte, ne? Ja. Na, Waffentalente nicht. Hier Sonderfähigkeiten. Und dann gewöhnen wir ihn auch mal an die schwere Rüstung. Dann tragen die beiden schwere Rüstung. Oh, das brauchen wir eigentlich irgendwann auch mal. Für die anderen ist hier... Ich weiß gar nicht, was hat Aurelia eigentlich, ja? Könnt ihr. Seht. Ne, hier, Aurelia, was hat die eigentlich? Das ist doch auch mehr so eine Zauberin, oder? Ja, die kann hier alles nichts. Die kann hier... Was hat sie da? Distanzzauber? Ja, Distanzzauber, das ist unnötig. Das da unten würde ich gerne, ne? Sie braucht wieder Klugheit und Intuition. Dann können wir das irgendwo lernen. Das können wir eigentlich schon mal leveln. Intuition und Klugheit reicht nicht mehr. Vielleicht später. Ja, vielleicht später. Was hat denn der Schmied uns zu sagen? Eine Klinge oder zwei? Na, zwei. Habt ihr schon einmal solch einen Stahl gesehen? Interessant. Das muss Schwarzstahl sein. Diese Klinge ist hochinteressant. Welche Klinge haben wir ihm jetzt gezeigt? Auf mich wirkt das Stück Metall recht nutzlos. Habt ihr schon einmal von Aderlasser gehört? Dieser legendäre Spieß soll einmal den Herrschern Mengbillas gehört haben. Sagenhafte 9 Schwarzstahlklingen soll er umfassen. Ein Chorspieß. Ganz recht. Mengbilla ist schon lange eng mit dem Herren der Schlacht verbunden. Aber im ersten Gildenkrieg ging Aderlasser verloren. Offenbar habt ihr einen Teil von ihm wiedergefunden. Ich vermute, dass es insgesamt 9 Teile gibt. Denn jeder Chorspieß besteht aus 9 Klingen. Interessant. Vielleicht können wir alle 9 Klingen zusammenbringen. Was habt ihr anzubieten? Vielleicht müssen wir das Bogen. Oh, wir haben keine Niam mehr. Das wäre jetzt genau der richtige Bogen. Für Niam. Komm, hier gucken wir später. Bis dann. Ich würde gerne erst noch einmal zum Stadtzentrum gehen und gucken, ob wir da uns irgendwo schlafen legen können. Ach, verdammt. Komm, wir gehen noch einmal kurz... Oh, immer dieses Laden, ne? Das Laden für ein Screen. Warte, ich speichere mal eben, bevor wir jetzt nämlich hier reingehen. Ah, sieh mal einer an. Beeindruckend, Gladiatoren. Zu dumm, dass ich so viel Geld gegen euch gesetzt habe. Tut mir leid um eure Gefährtin. Aber falls ihr auf den Geschmack gekommen seid, ihr seid uns als Gladiatoren in der Arena jederzeit willkommen. Könnt ihr uns noch etwas beibringen? Aha, hier können wir also auch nochmal was lernen. Hier für die beiden natürlich. Beidhändiger Kampf. Das 0 von 3 Nahkampftalenten auf Stufe 16. Wir brauchen also Nahkampftalente. Was sind Nahkampftalente? Waffentalente? Ja, das werden wir später mal angucken. In der Arena kämpfen machen wir erstmal nicht.
Ah, die großen Gladiatoren. Eure Kampfeskunst wird für immer einen Platz in meinem weiten Herzen haben. Wollt ihr vielleicht noch eine Kostprobe? Warum nicht? Ein Freund von mir könnte schlagkräftige Hilfe gut gebrauchen. Wer ist dieser Freund? Juan Gredo. Er betreibt eines meiner Sklavenlager samt Bleimine am Ende der Seelensümpfe. Aber die Wilden haben es auf die Mine abgesehen. Die Sklaven können einfach nicht in Ruhe arbeiten. Ich bin mir sicher, dass Juan sich eure Hilfe einiges kosten lassen würde. Klingt nach leicht verdientem Geld. Ja, aber auch Unterstützung der Sklavenarbeit. Übrigens, mein lieber Freund Diego Monterrey, er wurde ermordet. Grausam abgeschlachtet. Wie schrecklich. Ja, von seinen Sklaven. Ihr wusstet nichts davon. Ich bin erschüttert. Diego war wie ein Vater zu uns. Richtig. Ihr wisst nicht zufällig, wo seine Frau Helia ist? Sie war in das Sklavenlager nach Kuoris zurückgekehrt. Ich habe ihr bereits ein Brieftäublein geschickt. Da wartet also auch nochmal eine Rache auf uns. Boron mit euch. Das haben wir gleich. Ja, hier können wir einmal heilen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was. Wir möchten etwas wieder gut in unseren Lebensbalken, nur die Zauberpunkte nicht so sehr. Nee, hier kommen. Talente. Nicht Talente, sondern Zauber. Oder Sonderfähigkeiten. Was können wir? Distanzzauber. Wer will das schon? Kann er hier noch irgendwas? Oh, er kann hier. Ja, astrale Regeneration, natürlich. Ansonsten Zauber. Zauber. Die können wir erlernen. Können wir mal irgendwelche Schutz, Donnerkeil, bla bla bla. Stufe 3, erforderlich 13. Wo ist denn unser Feuerball da? Wo stehen Astra 18 Punkte? Boah, 18. Wollen wir nicht lieber hier erstmal Astralpunkte oder so? Also ich meine, Intuition, Klugheit, Charisma. Oder gibt es irgendwelche krassen Zauber? Gibt es irgendwie Zauber, die uns... Ja, hebt Giftwirkung auf. Magiker Infakta. Stellt verlorene Lebenspunkte wieder her. Hier machen wir auch mal einen, damit wir hier auch die zweite Stufe haben. Blitz dich find. Das ist eine komische Übersetzung, oder? Blitz dich find. Gegner wird geblendet. Ja, das hatten wir irgendwie schon mal. Was brauchen wir hier für Charisma? Meisterliche Regeneration, das würde ich gerne machen. Und Kraftkontrolle. Aura-Panzer. Erhöht einen zusätzlichen Rüstungsschutz in Höhe seiner Magie. Ja, das brauchen wir. Das würde ich gerne haben. Dafür brauchen wir Charisma, Grundwerte. Gibt uns sogar auch Astralpunkte. Und wer hätte das gedacht? Der braucht das also auch noch. Na gut. Dann haben wir wieder Punkte ausgegeben und gehen mal wieder in den Ausgang. Und gehen mal wieder zum Stadtzentrum. Dann ins Alchemistenviertel. Zum Stadtzentrum, zum Kurtisanenviertel. Und Catalinia, die Färberin. Oh, bitte nicht jetzt. Ich habe einen ganz furchtbaren Tag. Können wir helfen? Ach Götter, ich warte auf eine Lieferung. Purpurschnecken aus Aldenia. Sie sollten längst hier sein. Vielleicht könntet ihr ja herausfinden, wo sie bleiben. Das wäre so lieb von euch. Oder noch besser, ihr bringt die Schnecken gleich zu mir. Ich organisiere euch ein Schiff, dann seid ihr noch heute in Aldenia.
Ihr sprecht am besten gleich mit Kapitän Daragossa im 1002. Rausch. Ich muss die Lieferung wirklich, wirklich schnell bekommen. Aha. Ihr sammelt Schnecken? Purpurschnecken. Daraus gewinnt man Purpur. Das ist eine Farbe. Fragt mich aber nicht nach dem Rezept. Das ist geheim. Okay, wir kriegen also einfach so ein Schiff spendiert. So, kommt ein Fremder an und sagt, hier, nehmt dieses Schiff, sprecht mit dem Kapitän, der bringt euch dahin, wo ihr hinwollt. Na gut. Heiltränke, Tinkturen, Gifte, ich habe alles. Das ist schön. Aber jetzt nicht. Kaufe Bandagen. Ja, Bandagen funktionieren. Ach doch, Bandagen funktionieren ja vielleicht ein bisschen wenigstens. Was können die Kurtisanen für euch tun? Oh. Wir haben ein Mädchen gerettet, das verstümmelt werden sollte. Wäre es möglich, es bei euch unterzubringen? Wie sieht es denn aus? Ihr müsst verstehen, ich kann nicht einfach jedes Mädchen von der Straße einstellen. Zieht ihr etwas Vernünftiges an, dann braucht sie sich nicht zu verstecken. Sie hat jedoch Ärger mit der Bettlergilde. Sie braucht ein sicheres Versteck. Klingt das für euch nach einem anständigen Mädchen? Na gut. Aber vielleicht wollt ihr mir im Gegenzug einen Gefallen tun. Gerne. Was können wir tun? Ein Magier hatte nach meinem besten Mädchen verlangt. Doch nun hat er sich per Brieftaube beschwert. Er wirft mir vor, ihm fehlerhafte Ware geliefert zu haben. Näher hat er sich nicht ausgedrückt? Nein. Könntet ihr diese unangenehme Angelegenheit für mich klären? Der Magier heißt Immaculo und wohnt bei Aldenia in einem Haus an der Steilküste. Ich kümmere mich derweil um euer Mädchen. Aha, fehlerhafte Ware. Sehr schön formuliert. Ihr da. Könnt ihr einem Folterknecht behilflich sein? Natürlich doch. Braucht ihr einen Knochenbrecher? Nein, es geht um etwas Prekäres. Ich bin endlich fest entschlossen, der Kyria der Kurtisanen, der schönen Kaidra dei Tarifa, meine Aufwartung zu machen. Aber ich stecke bis zum Hals in Arbeit. Verhöre, Folterungen, Streckbank, von morgens bis abends. Es ist bereits alles fertig, das Geschenk verpackt in einer Schatulle. Es muss nur noch abgeliefert werden. Wenn es weiter nichts ist. Dann mach's doch selber. Allerdings, die Schatulle ist derzeit noch bei meinem Vetter in Teniran. Er ist dort Wirt. Wenn ihr sie für mich holen und der Kyria bringen würdet, das wäre großartig. Die haben alle Probleme hier in dieser Stadt. Wir ziehen erstmal weiter. Erstmal alles an Quests sammeln, was wir sammeln können. Achso, warte. Aha, okay. Dann gehen wir mal zurück zum Stadtzentrum. Dann bleibt uns nämlich nur noch... Kurtisanen-Alchemist. Ja, dann bleibt uns nämlich nur noch das Trockkrautviertel. Ich hätte jetzt fast gedacht, das käme mir hier bekannt vor. Kommen wir... Ah, das ist der Hesindegeweihte. Ja. Ach, Kapitän Daragossa. Komm, erstmal mit dem Heiler. Der sieht doch ganz gesund aus. Jupp, der will nämlich gar nichts von uns. Sagt El Haras einfach, er bekommt seine Lieferung, sobald ich... Oh, tut mir leid. Ich habe euch verwechselt. Wie kann Daragossa euch helfen? Liegt der da faul auf der Haut? Wir müssen nach Aldenia. Katalinia, die Färberin, hat euch empfohlen. Ich schulde einfach viel zu vielen Leuten einen Gefallen. Kommt! Nein! Warum reisen wir denn jetzt schon? Das wollte ich doch gar nicht. Oh, Aldenia. Können wir auch wieder zurück, oder geht das jetzt nicht? Die Götter zum Gruße. Sucht ihr ein Bett? Ja, komm, wir übernachten mal. Ihr seid jederzeit willkommen. 9 Silber? Na gut, jetzt haben wir wenigstens unsere Zauberpunkte aufgefüllt. Oh, verzeiht. Die hat uns gar nicht bemerkt. Ich habe gerade keine Zeit. Katalinia Tia Martin wartet auf ihre Lieferung Purpurschnecken. In Mengbilla ist bisher nichts eingetroffen. Das ist nicht meine Schuld. Das war alles Ivunias Idee. Was soll das heißen? Wenn sie dem Hela Ramon nicht schöne Augen gemacht hätte. Wenn der nicht den ganzen Bronzekrug zusammengeschlagen hätte. Ramon ist nämlich ein Dummkopf. Aber Ivonia hat Köpfchen. Bestimmt war es ihre Idee, die Schnecken zu stehlen.
Die Schnecken sind also weg? Sag ich ja. Genau wie meine beste Angel. Und Ivonia. Ramon hat alles mit in sein Versteck am Strand genommen. Seine Bande haust da irgendwo in einer der Grotten. Schönes Versteck, wenn alle wissen, wo es ist. Ich habe gerade keine okay, Zeit. Okay, ich wollte ja nur mal nachfragen. Der beste Stahl, weit und breit. Das ist aber schön für dich. Oh, Sklaventod. Ja? Sklaventod. Einmal kurz gucken. Nee, der verträgt keine Schwerter und Säbel, der auch nicht. Arme, schwere Rüstung vertragen jetzt beide sehr, sehr gut.